Hallo lieber Steinbock und willkommen zu deiner Vier-Elemente-Monatslegung für den Juni. Ich bin Daniela und wir schauen hier auch direkt in die Tarotkarten für den Steinbock. Beginnen hier wie immer im Osten mit dem Luftelement, mit den Schwertern, mit der mentalen Energie, also mit dem Denken. Und ich spüre hier schon sehr viel Energie. Das merke ich immer, wenn mir die Karten aus den Händen hüpfen. Und wir haben hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, die damit anfängt, etwas zu entdecken, was sehr wichtig ist für sie. Ja, also worum auch immer deine Gedanken sich drehen, du scheinst durch dieses Denken etwas Wertvolles in dir zu entdecken. Wir haben hier den Ritter der Münzen und der Ritter der Münzen ist immer eher jemand, der mit dem Materiellen im Außen beschäftigt ist, ja, der einfach sehr darauf bedacht ist, die materiellen Werte in seinem Leben zu erden und zu behalten. Er ist vielleicht manchmal auch schon ein bisschen zu materialistisch, was sich aber hier durch die Königin der Kelche im Herzen ausgleicht. Und ich habe hier so das Gefühl, dass es darum geht, die Wünsche des Herzens und die materiellen Bedürfnisse auf einen Nenner zu bringen. Und dann haben wir hier noch den Turm. Der Turm ist immer eine Karte der Erkenntnis. Ja? Der kann manchmal unser ganzes Weltbild zum Einsturz bringen. In der Regel ist es aber so, dass es einfach nur um eine Erkenntnis geht, um etwas, was wir schon lange in uns gewusst haben und was sich dann eben wirklich auch nochmal ganz offensichtlich zeigt. Ja, von dem her, es geht um die Balance zwischen dem, was das Herz will und dem, was man in der Materie braucht. Ja, und in Bezug auf das sehe ich hier Erkenntnisse. Die drücken sich natürlich in einer allgemeinen Legung bei jedem anders aus. Wir schauen mal, was wir noch bekommen. Wir schauen in den Süden, in das Feuerelement, in die Ideen, Wünsche und Impulse. Und hier habe ich den Buben der Münzen. Der Bube der Münzen, der fängt auch nochmal an, die materielle Welt auf eine andere Art und Weise zu entdecken, beziehungsweise es kann sein, dass du hier auch nochmal Grundsteine legst für neue Entwicklungen, die mit der Zeit etwas sehr Wertvolles in dein Leben bringen. Wir haben hier die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter ist immer eine Karte, wo etwas zu Ende geht und wir uns auf irgendeine Art und Weise befreien. Ja, also das kann sein, dass eben hier nochmal so eine Einsicht kommt, dass irgendwas in deinem Leben völlig überholt ist. Ist auch ein Prozess, der ist eigentlich normal. Und je spiritueller unser Lebensweg ist, desto öfter passiert es, dass wir einfach erkennen, dass irgendetwas überholt ist, irgendetwas nicht mehr zu uns passt und wir eben einfach neu weitermachen müssen, ja, eine andere Art und Weise auch weitergehen dürfen. Und dann haben wir hier die Sieben der Münzen. Und die Sieben der Münzen ist immer so ein bisschen eine Karte, das sich um die Dinge kümmern, ja. Und wir können uns nicht immer um alle Dinge gleich sorgfältig kümmern. Manchmal müssen wir ein bisschen priorisieren, worum es eben geht. Und diese Priorisierung, die sehe ich eben hier. Ja, das ist so, wie gesagt, ein Prozess, wo du dir Gedanken darüber machst, was ist das, was mein Herz möchte und was ist das, was ich eben auf der materiellen Ebene benötige. Und versuchst dort eben einen Weg zu finden, ja, der für dich auf beiden Ebenen funktioniert. Und da kann es eben sein, dass wirklich so diese Erkenntnisse da sind, dass du einfach von einem Moment auf dem anderen, dass einfach so diese innere Überzeugung kommt, dass irgendetwas dir nicht mehr taugt, ja. Dann schauen wir in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche, in die Welt der Gefühle.
schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Und ich sehe, dass hier einfach auf der emotionalen Ebene ein Arbeitsprozess beginnt. Und dieser Arbeitsprozess beginnt durch das, was wir hier sehen. Einerseits durch dieses Abwägen, ja, was ist das, was mein Herz braucht und was ist das, was ich physisch brauche, ja, als Mensch, der in einer materiellen Welt inkarniert ist. Diese Karte zeigt jetzt, dass dieser Prozess von dem, was hier rausgeht, dass sich das auf der emotionalen Ebene wirklich gut anfühlt. Und das stimmt auch mit dem überein, was ich hier gerade schon intuitiv so in mir gespürt habe, dass das hier, was hier rausgeht, diese Erkenntnis und dieses etwas beenden, woanders weitermachen, dass das sich auf der Herzebene sehr gut und stimmig anfühlt und harmonisch anfühlt, ja. Als ob es auch für dich einfach ein Schritt nach oben geht, ein Schritt nach vorne. Und hier kommen eben auch viele neue Möglichkeiten, viele neue Dinge zu dir. Und wir haben hier den König der Münzen. Also auch hier geht es wieder darum, dass ja, das Materielle und das, was das Herz will, dass das einfach auf einen Nenner kommt. Und das ist das, was im Endeffekt für dich ja auch so ein ganz wertvoller Schatz ist. Ja, weil es einfach einerseits ein Leben manifestiert, das sehr geerdet ist, andererseits aber auch auf der emotionalen Ebene erfüllend ist. Ja, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja, wenn es hier zum Beispiel um eine Arbeit geht, dann kann es eine Arbeit sein, die eben einerseits das Herz erfüllt und andererseits aber auch den Geldbeutel füllt. Ja, und so ist es bei vielen anderen Dingen im Leben eben auch. Und wir schauen in den Norden, in das Erdelement, in die Münzen, in die Welt der Materie. Ja, und wir haben hier eben auch wieder die 7 der Münzen. Das hier unten, dieses sich um etwas kümmern und sich eben auch genau darum, ja, genau überlegen, was ist es, worum ich mich kümmere. Worauf liegt der Fokus? Wir haben hier die 9 der Münzen, ja, das ist auch wieder eine Karte, die so diese innere Sicherheit symbolisiert, dass es möglich ist, auch schwierige Dinge zu meistern und zu kultivieren, ja, auch wenn das möglicherweise nicht jeder schafft. Nicht jeder Mensch ist im Einklang zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen oder auch dem, was das Herz will und dem, was wir in der materiellen Welt brauchen. Ja, und die 9 der Münzen zeigt eine Person, die es einerseits geschafft hat, wirklich so ihre Herzenswünsche wahrzumachen, aber andererseits auch das Materielle zu erden. Ja, also sie ist quasi auf allen Ebenen erfolgreich und sie kultiviert hier im Hintergrund Trauben. Und das ist eben auch etwas, was nicht ganz so einfach zu kultivieren ist. Ja, und von dem her, auch wenn du eben hier denkst, dass dein Plan nicht ganz so einfach ist, ich sehe ja hier, dass ein Arbeitsprozess beginnt. Ja, lass dich nicht davon, ich versuche jetzt die richtigen Worte zu finden, dass man mich da wirklich versteht. Manchmal, wenn wir anfangen, Pläne zu verfolgen, dann ist es ja so, dass auch Menschen von außen oder auch wir im Inneren immer so diese Gedanken haben, was soll ich das versuchen, wenn der und der und der es nicht geschafft hat oder wenn es eben schwierig ist oder wie auch immer, ja? Das hier ist eine Kartenkonstellation, die sagt, wenn du wirklich dahinterher bist und mit Herzblut arbeitest, ja, dann kann es dir gelingen, etwas zu erden, was anderen nicht gelingt. Ja, und nur weil es anderen nicht gelingt, heißt es nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Es hängt davon ab, wie viel Herzenergie du hineinsteckst, auch wie gut du dich darum kümmerst, wie
punktgenau auch dein Arbeiten ist, ja, und darum geht es, wirklich so diese Herzenergie auch in das Materielle stecken zu lassen und beides zusammen bildet Synergien, die dir einfach helfen können, auch Dinge zu schaffen, die andere nicht schaffen, ja. Also nur weil irgendjemand anders das nicht geschafft hat, heißt es nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Und die Bestätigung für das sehe ich vor allem auch hier im Kaiser und im König der Münzen. Der Kaiser, der steht für strategisches Vorgehen, ja, dafür, dass wir uns einen Plan machen und den Plan auch einhalten. Sprich, wenn du jetzt eben hier etwas kultivieren möchtest, etwas umsetzen möchtest, was nicht ganz so einfach ist, was möglicherweise auch nicht jedem gelingt, dann mach dir einen Plan, wie das Ganze funktionieren kann und folge diesem Plan auch. Lass es einfach nicht schleifen, ja, weil die 7 der Münzen ist immer eine Karte, die sagt, wir haben Erfolg, wenn wir uns darum kümmern. Wir haben Erfolg, wenn wir die notwendigen Arbeitsschritte tun. Und im Endeffekt setzt sich immer derjenige durch, der am Ball bleibt und der aus dem Herzen heraus tut, was er tun will. Das ist die beste Konstellation, ja, diese beiden Bereiche auch wirklich in Einklang zu bringen. Und es ist eine ganz hohe Energie hier für den Steinbock im Juni. Das merke ich, dass jetzt hier die Karten auch schon wieder springen. Also eine Wahnsinnsenergie, wirklich nach vorne zu gehen und auch diese Arbeit hineinzustecken. Und auch für den Steinbock sehe ich hier einfach diesen Reinigungsprozess. Ja, das ist einfach das, was hier rausgeht. Das, was wir beiseite lassen können, damit einfach die Kraftressourcen frei werden, das hier umzusetzen, wo man wirklich sagt, daran hängt mein Herz und ich bin froh, dass ich die Dinge, die mir nur Kraft ziehen, ja, die mich nur beschäftigen, dass ich das hinter mir lassen kann, ja, das fühlt sich gut an und hier kommen viele neue Chancen und Möglichkeiten, Türen, die sich öffnen, ja, ich sehe gesegnete Chancen für den Steinbock und von dem her, ja, ein sehr kraftvoller Monat, um wirklich sich auf etwas zu fokussieren, was man gerne erreichen will. Ja, lieber Steinbock, soweit ein Blick in die Karten für dich, für den Juni. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich inspirieren und motivieren. Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare und natürlich auch immer über eine Tasse Kaffee. Danke dir fürs Zuschauen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.